Die Ausläufer der Rocky Mountains im Yukon, Kanada, an der Grenze zu Alaska. Ein Gebiet doppelt so groß wie Deutschland. Das weite Land fast menschenleer. Wegelose Wildnis. Nordischer Urwald, Sümpfe, Wölfe und Bären. Das ist Joe's Valley. Auf keiner Landkarte verzeichnet. Mitten in der Wildnis. 3 Tagesmärsche entfernt vom letzten Weg und 150 Kilometer von der nächsten Siedlung. Die Buschflieger nennen es Joe's Tal, seit der Deutsche Joe Bentfeld hier lebt. Sucht Joe Bentfeld, was er sonst nirgendwo finden kann, ein einfaches Leben fern der Zivilisation, in der unberührten Natur. Ein Mann, der in Deutschland bis zu seinem 50. Lebensjahr ein bürgerliches Leben führte. Akademische Bildung, Beamtenlaufbahn. Dann plötzlich der Ausstieg, raus aus dem Gedränge, dem Verkehrschaos der Wohnzelle im Betonsilo. Aufbruch ins Ungewisse. Hier erfüllt er sich seinen Jugendtraum vom abenteuerlichen Leben im Busch. Hier unter diesem herrlichen Wohnbaum hat damals alles angefangen. Ich bin vor 8 Jahren den Fluss hinuntergefahren in South McMillan River und habe Schiffbruch erlitten in den Rapids. Bin beinahe ersoffen. Mein Karabiner war weg. Zum Glück war alles andere angebunden. Hier unter dem Wohnbaum habe ich dann mein Standlager aufgeschlagen, mein Zelt hingestellt, um die Landschaft zu erkunden. Das Plätzchen zu suchen, an dem ich künftig leben wollte. Ein idyllisches Tal, eingebettet in die Rocky Mountains. 1000 Quadratkilometer Wildnis direkt unterhalb des Polarkreises. 20 bis 30 Grad plus im Sommer, minus 50 Grad im Winter. Die berüchtigten 50 Below im Januar eher die Regel als die Ausnahme. Eine trockene Kälte. Deshalb sind die Minusgrade leichter zu ertragen als in Europa. Das Haus hier habe ich damals mit meinen beiden Händen gebaut. Mit Hilfe der doppelseitigen Axt und einer einfachen Bügelsäge. War eine ganz schöne Ochserei. Musste mich beeilen, der Winter stand ins Land. Ich habe geglaubt, ich müsste eine bärensichere Behausung herstellen. Habe die dicksten Bäume gefällt rundum. Kriegt die nachher gar nicht bewegt. Und vorsorglich habe ich kleine Fenster eingebaut. So klein, dass kein Bär mit dem Kopf durchkommt. Zwischen den Stämmen liegen Moospolster. Jetzt vom Tonnengewicht der Stämme luftig zusammengepresst, außen noch mit Schlamm verstrichen, da gibt es eine winterfeste Behausung. Ich habe mal gemessen im Winter hier drin. 50 Grad draußen. Aber wenn mir das Yukon-Öl für eine Wärme spendete, dann habe ich unten am Fußboden 5 Grad minus. Darum trage ich ja diese Fellstiefel sozusagen als Hausschuhe. Die habe ich auch im Winter immer an. In Bauchhöhe sind es da 20 Grad plus und oben in der Decke 40, da ist die Sauna. Die Hütte hier ist ja nur mein Schlafzimmer. Mein Wohnzimmer ist das ganze Land rundum. In seinem Wohnzimmer hat sich Joe Bentfeld schon oft verlaufen. Im Dickicht des Urwaldes gibt es keine Orientierungspunkte, keine Wege, nur Tierpfade. Das ist das Land der Elche und Karibus, der Wölfe und Bären. Da kann es schon einmal passieren, dass ihm ein Grizzly auf dem Pfad entgegenkommt. Angst vor den Bären, behauptet Joe Bentfeld, hat er nicht. Wildnisbären sind nicht angriffslustig. Aber ohne das Gewehr, immer eine Kugel im Lauf, geht er hier keinen Schritt.
Vor 2 Jahren bin ich hier eine Brücke in meinem neuen Hausbären begegnet. Ich habe die Kamera ergriffen, habe ihn fotografiert. Aber er blieb da stehen. Nun wollte ich rausfinden, was er vorhatte und bin daher zurück in die Hütte, habe mir es dunkel gestellt. Da fasste sich ein Herz und trabte über die Brücke. Und der denkt gar nicht mehr daran, durch den kalten Bach zu planschen. Der ist der festen Überzeugung, die Brücke, die habe ich ausschließlich für ihn gebaut. Mit Bären und Wölfen kann er zusammenleben. Muss er auch. Damit hat er gerechnet. Aber nicht mit einem Nachbarn in diesem einsamen Tal. Bis er den Claimpost entdeckte unterhalb seiner Hütte am Bach. Damit bezeichnet man hier einen Goldclaim, den man sich abgesteckt hat. Nordostpfosten, 500 Feet, 10. Juli 1980, Lothar Büttner. Ein Datum, ein Name in der menschenleeren Wildnis. Ein Jahr lang durchstreift Joe Bentfeld das Tal und das Ufer am See. Den Mann, der hier nach Gold gräbt, den findet er nicht. Aber eine Hütte. 100-mal daran vorbeigelaufen, nie gesehen. Plötzlich steht sie da, wie von Geisterhand hingestellt. Wie viel Landesbrauch ist, habe ich dir erstmal angerufen. Hello, the house. Kein Echo, keine Antwort. Bin vorsichtig den Hang rauf, um niemanden zu erschrecken, und wiederholte die Anmeldung. Keine Antwort. Im Durcheinander der Hütte fand ich dann 2 Tagebücher von Lothar und Bärbel, die beiden Menschen, die einmal hier gelebt haben. Und erfuhr so die abenteuerliche, romantische und unglaubliche Geschichte zweier junger deutscher Studenten aus München, die sich 1978 ineinander verliebten und dann beschlossen, hinauszuziehen in die Wildnis, dort ein Blockhaus zu bauen und dort ihr ganzes Leben zu verbringen. Nur noch ihre Liebe lebend, draußen in der Natur und in der Wildnis. Die beiden sind mit Ach und Krach durch den Winter gekommen und im Frühjahr wurde Lothar beim Wildern auf frischer Tat ertappt. Der Game Warden, der Oberförster, hat ihn dabei betroffen, wie er gerade ein gewildes Karibu zerlegte. Das Ergebnis war, er wurde auf Lebenszeit aus Kanada ausgewiesen, er darf nie wiederkehren. Das Ende der Geschichte, das erfährt Joe Bentfeld erst Jahre später. Von Bärbels Mutter bei einer Vortragsreise in Deutschland. 2 Jahre waren die beiden noch ein Liebespaar und haben in München weiter studiert. Da war die Liebe zu Ende und sie haben sich getrennt. Die Bärbel hat einen Gaststudenten aus Kolumbien kennengelernt und hat ihn geheiratet und lebt heute hoch oben in Anden in Südamerika. Und Lothar hat sich in den Rocky Mountains der USA eine neue Hütte gebaut, in der er heute lebt. Und sind sie beide, wenn auch auf anderen Wegen als ursprünglich geplant, zu dem Leben gekommen, von dem sie geträumt haben. Wahrscheinlich träumen viele von so einem Leben. Aber meist bleibt dies nur ein Traum. Joe Bentfeld hat sich diesen Traum erfüllt am Rande der bewohnbaren Welt, mit ein paar Annehmlichkeiten der Zivilisation. Das Licht in der Hütte, gespeist von einem Sonnenkollektor. Vor ungebetenen Gästen braucht er sich in der einsamen Hütte nicht zu fürchten. Aber auf Hilfe im Notfall kann er hier auch nicht rechnen. Der nächste Arzt, das nächste Telefon, 150 Kilometer entfernt. Ein Funkgerät besitzt er nicht. Was, wenn der Traum zum Albtraum wird? Krankheit, Unfall? Den Gedanken verdrängt er mit flotten Sprüchen. Die Kranken und Schwachen, die werden hier von Wölfen gefressen. Ich bin unheilbar gesund. Und ein Auto überfährt mich hier nicht. Hinter dem Horizont, da ist die Straße, die North Kennel Road. Nur im Sommer befahrbar. 3 Tagesmärsche entfernt, aber nur für einen Mann zu erreichen, der kerngesund ist. Ich habe keine Verbindung zur Außenwelt. Ich lebe hier völlig abgeschnitten mit mir allein. Die einzige tatsächlich vorhandene Verbindung ist der Empfang von Radiowellen. Ich habe einen kleinen Weltempfänger, aus dem kann ich mir Musik oder auch Informationen aus aller Welt holen.
Und darunter auch natürlich die Deutsche Welle mit deutschen Nachrichten und Informationen. Ich würde doch schon gerne wissen, was draußen passiert. Und ab und zu höre ich auch mal gerne hier Musik, ob dann der Tschaikowski chinesisch oder der Beethoven australisch in die Hütte kommt. Das ist an sich egal, aber Nachrichten höre ich am liebsten vom Deutschlandfunk. Kann ich aber nur abends empfangen, wenn die Empfangsverhältnisse in Ordnung sind. Dann höre ich, was draußen in der Welt vor sich geht, den wir schon gerne wissen, wenn die Welt untergegangen ist, damit ich gar nicht erst mal draußen gehen muss. Und wenn die Nachrichten schließlich ab und zu mal mit den Ergebnissen der Fußball-Bundesliga enden, dann weiß ich, aha, heute ist Samstag, dann gehe ich rüber zum Kalender an der Wand und stellen wieder richtig. Einsam fühlt sich Joe Benfeld nicht. Und Langeweile, für ihn ein Fremdwort. Er muss jagen und fischen, die Hütte instand halten, kochen, waschen, flicken, eine Hausfrau hat er ja nicht, und täglich Holz machen, auf Vorrat, denn der nächste Winter kommt bestimmt. An Holz mangelt es nicht, seit dem letzten Waldbrand schwarz und knochentrocken. Da stand das Tal plötzlich in hellen Flammen und Joe Benfeld mittendrin in der Feuersbrunst. Aber wegen eines Einsiedlers in der Wildnis rückt die Feuerwehr in Kanada nicht aus. Ja, damals bin ich ganz schön in der Zwickmühle gesessen. Was soll ich tun? Der Waldbrand fraß sich in breiter Front das Tal herauf. Ganz schön bange war mir auch. Aber meine Häuser musste ich ja mit verschlingen. Da habe ich gedacht, ich bleibe, riskiere es. Drüben ist ja der See. Notfall konnte mich aufs Wasser rausretten. Die Flammenwand kam dann heran. Von morgens bis abends bin ich gelaufen vom Bach aus. 20 Liter Kanister Wasser im Rucksack. Gießkanne dazu in der Hand gefüllt. Und habe den Waldbrand gelöscht. Hört sich lächerlich an, ich weiß. Gießkanne, Waldbrand löschen. Aber es war das Einzige, was mir überhaupt ermöglicht hat. So konnte ich nur ganz wenig Wasser, ganz dosiert da einsetzen, wo ich an die Glut ran kann. Nach 14 Tagen hatte ich es geschafft. Da oben, die Wipfel, die trocken, die da über die grünen Bäume gucken. Das war die Zone, wo ich es abgefangen habe, das Feuer. Dadurch ist das Grün hier an der Hütte erhalten geblieben. Am liebsten vom Ufer aus. Kaum zu glauben, der Mann, der sich vor den Grizzlies nicht fürchtet, der dem Waldbrand mit einer Gießkanne zu Leibe rückt und minus 50 Grad für ganz erträgliche Temperaturen hält, der hat Angst auf dem Wasser, Angst mit dem Kanu zu kentern. Aber die Fahrt am Binsengürtel entlang, die lohnt sich immer. Hechte finde ich eine Delikatesse und sie ist gleich mein Notvorrat. Einen, den man nicht auf Vorrat halten muss, der steht im Wasser. Alle 10 Meter am Ufer entlang, da wo die Seerosenfelder sind, da stehen auch die Hechte. Die kleinen am Ufer und in den Binsen, die großen 10 Meter draußen am Rande der Seerosenfelder. Da braucht man nur 4-5 Mal mit dem Blinker durchs Wasser zu ziehen. Dann hat man seinen Hecht. Da kann man sich drauf verlassen, darum ist es ja Notvorrat. Steht immer zur Verfügung, Hunderte stehen im See. Jedes Jahr nehme ich so 4, 5, 6 Dutzend. Ich mag sie, ich esse gerne Fisch. Sehe ihn sogar als Delikatesse an, denn der Hecht hier ist etwas ganz anderes als der in Europa. Nicht trocken, zart, saftig, fetthaltig. Am liebsten esse ich ihn gebraten. Der Koch im Urwald, im eigenen Drei-Sterne-Restaurant. Hecht gebraten, Hecht geräuchert, Hecht mariniert. Ein bisschen eintönig die Speisekarte. Ab und zu muss auch mal etwas anderes in die Pfanne. Eine Jagdwaffe, die darf hier jedermann besitzen. Der Jagdschein kostet nur ein paar Dollar. Aber die Jagd auf Elch und Karibu, die ist nur dem Yukoner erlaubt.
Und dem Ausländer mit der dicken Brieftasche, der sich einen Jagdführer leisten kann für 1000 Dollar am Tag. Diesen fetten Braten, den muss Joe Benfeld ziehen lassen. Ich habe mal Glück. Das ist ein alter Bulle, der sich an uns überhaupt nicht stört. Ich könnte ihn jetzt schießen, aber das ist ja nicht erlaubt für mich. Enten, Gänse, die darf er schießen. Aber es ist gar nicht so leicht, auf Schussweite heranzukommen. Die Vögel sind scheu und das Gelände ist schwierig. Selten ein Zugang zum Uferbereich und lange Umwege um die Sümpfe herum. Die sind gefährlicher als die Grizzlies. Bis zur Brust in einen solchen Sumpf geraten, da fühlte er nur, jetzt hat meine letzte Stunde geschlagen. Wie er sich allein aus dem Sumpf gezogen hat, das weiß er heute selbst nicht mehr. Was die Natur nicht unter Wasser setzt, das besorgen die Biber. 50 Biberfamilien im Tal. Nicht alle sind die großen Baumeister. Da gibt's Faule und Fleißige, wie bei den Menschen. Einer kommt jeden Tag in die Bucht geschwommen, um die Seerosenblüten anzuknabbern. Immer pünktlich um 8, wie die Tagesschau. Das Fernsehen, das vermisst Joe Benfeld hier nicht. Er genießt lieber die romantischen und friedlichen Bilder in diesem einsamen Tal. Einmal in der Woche wird der Kamin angeheizt und Brot gebacken. Ein richtiges Bauernbrot, wie es die Großmutter noch konnte, mit dem Sauerteigstarter. Da hält er sich ganz an die Tradition. Vom fertigen Teig wird ein Rest aufbewahrt als Starter fürs nächste Mal. Die Trockenhefe, die verwendet er nur im Notfall. Früher, da gab's ja noch keine Trockenhefe. Wenn da der Sauerteigstarter Frost bekam, da war's aus mit dem Brotbacken in der Wildnis. Da haben die Leute hier den Sauerteig vorsorglich am Leib getragen. Dort, wo es warm ist, in einer kleinen Schatulle. Und wer mindestens ein Jahr in der Wildnis durchgestanden hatte und den Sauerteig am Leben erhielt, den nannte man anerkennend einen Sauerteig. So, jetzt muss er gehen. Natürlich geht's auch ohne. Kann sich auch von Fleischsuppen ernähren. Aber wenn man das erstmal so ein Jahr lang getrieben hat, oder auch nur ein halbes oder ein Viertel, dann schmeckt die erste Schnitte Brot mit Abstand besser als jede Torte und jeder Kuchen. Abends, am noch warmen Kamin und beim Kerzenschein, Zeit zum Schreiben. Bücher über Kanada, das Leben in der Wildnis. Ein paar Dollar, die braucht er auch hier. Denn einmal oder zweimal im Jahr, wenn seine Vorräte verbraucht sind und die letzte Patrone verschossen, dann geht er raus, nach Whitehorse, um einzukaufen. 700 Kilometer von hier entfernt. Whitehorse, eine Oase der Zivilisation in der Wildnis. Hauptstadt des Yukon, 20.000 Einwohner. Zwei Drittel aller Yukoner leben in dieser Stadt. Whitehorse, ein Kind des Goldraschs. Damals brachen die Goldgräber von hier auf nach Dawson City, auf dem Yukon River mit dem Sternwähler, um am Klondike ihr Glück zu machen. Das war einmal. Die Eisenbahn, die kam hier erst an, als der Goldrausch schon vorbei war.
Whitehorse, das einzige Einkaufszentrum im Yukon. Im Supermarkt findet Joe Bentfeld, was ihr zum Leben in der Wildnis unbedingt braucht. Mehl, Nudeln, Öl, Essig, Salz. Im ersten Jahr, da wollte er auch darauf verzichten. Aber durch Erfahrung wird der Mensch ja bekanntlich klug. Mit all diesen Luxussachen hier, die ich jetzt hole, komme ich schon auf $300 Jahresverbrauch. An Lebensmitteln und Einkäufen. Munition im Begriff. Hi, Margaret. Hello, Joe. Good to see you. Ein Menschenfeind ist Joe Bentfeld nicht. Und die Annehmlichkeiten der Zivilisation, die weiß er zu schätzen. Das weiche Bett und die Dusche im Hotel Residenz. Hier wird auch seine Post aufbewahrt. Briefe, die meist so beginnen. Hello, Joe. Lange nichts von dir gehört. Gibt es dich überhaupt noch? Aber wenn ich in Whitehorse bin, dann genieße ich auch schon mal gerne einen Schluck vom Gerstensaft in der entsprechenden Atmosphäre, im Rauthaus, im Saloon, wo die Musik ja noch dazu passt. Aber nach 3 Tagen, dann ekeln mich die Steinwände und der auch dort unentbehrliche Asphalt. Dann sehe ich zu, dass ich wieder aus der Stadt rauskomme, auf die Straße. Und wenn ich erstmal die Stadt hinter mir habe, da beginnt ja schon überall der Urwald und die Wildnis. Da bin ich schon wieder auf dem Weg nach Hause. Ein Anhalter, der in die Jahre gekommen ist. Mit Sack und Pack im typischen Yukon-Regen auf dem Alaska-Highway. Ist das das Leben, von dem Joe Bentfeld immer geträumt hat? Naja, manchmal dauert's. Was soll's? Hab ja alle Zeit der Welt. Mit dem Daumen noch 2 Tage bis ans Ende der befahrbaren Welt. Dann 3 Tagesmärsche durch den Busch, durch die Wildnis runter zu meiner Hütte. Da kommt es auf der Stunde, weiß Gott nicht an. Irgendeiner hält immer. Glück und Zeit, die braucht er auf dieser Schotterpiste der Kennel Road. Noch 550 Kilometer. Eine einzige Servicestation auf der Strecke. Eine Straße, die in der Wildnis endet. Notdürftig instand gehalten für Touristen, die das Abenteuer Wildnis suchen. Übernachtung auf einem Campground oder einfach am Straßenrand. Sobald das Feuer lodert, ist die Welt für Joe Bentfeld wieder in Ordnung. Zumindest in der Wildnis. Bei Ross River, dem Indianerdorf, der Pelly-Fluss. Den 31. Oktober, den muss er sich merken. Dann wird der Fährbetrieb eingestellt bis zum Mai des nächsten Jahres. Dann fährt auf der anderen Seite des Flusses, auf der North Kennel Road, ein halbes Jahr lang kein einziges Auto. We changed our living, it seems to me. That's right. You are living a white man's life and I am living an Indian's life. Ab Ross River sind es meist Indianer, die zur Jagd fahren und ihn mitnehmen. Die letzten 150 Kilometer bis zum Mount Sheldon, wo Joe Bentfeld in den Busch eintaucht. Einen Kilometer von der Straße entfernt hat er sich eine Relaisstation gebaut. Hier lagert er seine Vorräte. Denn alles auf einmal kann er durch den Busch nicht schleppen. 35 Kilogramm auf den Rücken geschnallt, mehr ist nicht drin auf den halsbrecherischen Pfaden bis zu seiner Hütte am See. Hundertfach habe ich in den letzten 8 Jahren solche Abende am Lagerfeuer verbracht und genieße es immer wieder, dass am Ende eines langen Wandertages dieses wundervolle abendliche Erlebnis steht im Camp. Wenn dann vor mir das Feuerchen knackt, wenn ich Glück habe, dann fügt sich auch noch die musikalische Untermalung ins Bild. Dann ertönt der Chor der Wölfe vor einem der Berge rundum.
Dann fühle ich mich zu Hause. In den Süden zog es ihn nie. Immer nach Norden. Im Urlaub in die skandinavischen Wälder. Aber dort sind für Joe nun zu viele Touristen. Hier oben ist der Mensch frei von Bevormundung und von Zwängen. Frei von Nachbarn, die einem Zaun vor die Haustür stellen. Diese Momente sind für mich so sehr maßgeblich. Ich bin mein ganzes Leben lang ein Mensch gewesen, der unentwegt nach Freiheit verlangt, gefordert, gestrebt hat. Und diese Freiheit habe ich eigentlich hier oben als Ergänzung erst gefunden. Doch so ganz frei ist der Mensch nirgendwo. Der Hubschrauber im Anflug. Keine Zeit mehr, um schnell noch ein paar Gläser Karibu-Fleisch beiseite zu schaffen. Razzia bei Joe Bentfeld. Oberförster und Sheriff aus Ross River beschuldigen ihn der Wilderei, der unerlaubten Jagd auf Karibus. Die Beamten machen sich an die Arbeit, suchen Beweise. Finden sie welche, dann sieht Joe Bentfeld Kanada nie wieder. Das Fleisch, gibt er zu Protokoll, hat er von den Indianern, eingetauscht für ein paar Büchsen Bier. Im Zweifel für den Angeklagten. Joe Bentfeld ist um eine Erfahrung reicher und $50 ärmer. Eine Ordnungsstrafe wegen unerlaubten Tauschhandels. Das Erste war, dass sie mir eröffnet haben, welche Rechte ich besitze. Brauche nichts aussagen. Alle Aussagen, die ich mache, werden aber gerichtswirksam möglicherweise gegen mich verwendet. Ich kann einen Rechtsanwalt hinzurufen. Sie haben mir auch sofort die Polizei-Telefonnummer offeriert. Kann direkt anrufen und den Anwalt hierher bestellen. Aber das nächste Telefon ist 150 Kilometer entfernt in Ross River. Da habe ich lieber drauf verzichtet. Es ist wieder still in Joes Tal. Nur das Summen der Mücken und das Schmatzen des Bibers. Joe Bentfeld schreibt in sein Tagebuch: Mit dem Hubschrauber muss ich jetzt wohl öfter rechnen. Und hoffentlich kommt mir dieses schöne Gefühl nicht abhanden. Ich, der einzige Mensch weit und breit, mein See, mein Tal, denn das finde ich einzigartig. Ich kann mich stundenlang vor die Hütte setzen und die unberührte Natur genießen. Beobachten, was sich in ihr abspielt und vor allen Dingen mich wahnsinnig freuen über die Berge im Hintergrund, Mount Riddell, diese Formen, die ja schon fast an Kunst erinnern. Oder der Gipfel eigentlich dessen sind, was ein Künstler gestalten könnte. An dieses unendliche Meer der Bäume, von Horizont zu Horizont, die aus eigenem wachsen, von niemand gezüchtet werden, die in immer wieder neuen, willkürlichen Kombinationen dort gehäuft, dort locker stehen, durchzogen von Gestrüpp, ein Urwald im Urzustand. Und dazu gehören natürlich die Wasserflächen. Und dieser Dreiklang aus unberührter Natur, Wald und Wasser, das ist es, was mich gefangen hält. Der Mann, der die Einsamkeit sucht, der hier nur seine eigene Stimme hört und seine eigenen Schritte, der wird eines Tages doch zurückkehren in den Schoß der Zivilisation. Freiwillig. Auch wenn er es jetzt noch nicht wahrhaben will. Die Zeit, die läuft gegen ihn. Ein alter Mann, dem die Kräfte schwinden, der kann in der Wildnis nicht überleben.